Ja, hallo Münster, Osnabrück grüßt Münster. Wir sind heute gerne zu euch gekommen. Wir, das ist eine ganze Schar von Osnabrückern und umländigen Osnabrückern, die ihr hier teilweise in Schildern auch sehen könnt, in unsere Schwesterstadt, in unsere Partnerstadt, die ja ganz Elementares miteinander verbindet. Das ist nicht der Fußball, das wissen wir oder noch nicht. Es ist aber die gemeinsame Tradition des Westfälischen Friedens, der vor 372 Jahren, morgen vor 372 Jahren, hier in Münster und bei uns in Osnabrück verkündet worden ist. Katharina ist doch nicht hier, doch, ne? Ich bin von meiner Ausbildung her Historiker und deswegen hat es mich immer schon bewegt, in meiner Heimatstadt Osnabrück darauf hinzuwirken, dass wir jetzt in dieser Situation, die unser Land so unglaublich belastet, eine ganz besondere Verpflichtung und Aufgabe haben, nämlich das, was damals beim Westfälischen Frieden mit unseren beiden Städten gelungen ist, beziehungsweise aus unseren beiden Städten gelungen ist, nämlich die Verständigung wiederherzustellen. Und dazu rufen wir die Politik, nicht nur in Münster und in Osnabrück, sondern in Deutschland und in der Welt auf, diese panikmachenden Schranken abzubrechen, niederzureißen und zueinander zu kommen. Genau, hören wir auf mit diesem Viruswahn. Ich bin 55, bin als Historiker, bin Vater von drei Kindern und natürlich hatte auch ich am Anfang eine gewisse Sorge dafür, dass es, ja, wenn ein gefährlicher Erreger über uns kommt, dann muss man schauen, damit fertig zu werden. Und wenn man nicht weiß, damit fertig zu werden, dann muss man erstmal in Deckung gehen. Okay, soweit will ich da niemandem einen Vorwurf machen. Aber sehr schnell ist klar geworden, dass es nicht dieses gefährliche Killervirus ist. Spätestens seit vor wenigen Tagen der Chef des Notprogramms der WHO, Michael Ryan, bekannt gegeben hat, dass die WHO von 10% Infizierten weltweit ausgeht. Lass uns alle mal gemeinsam rechnen. Das sind 780 Millionen Infizierte bei 1 bis 1,5 Millionen Toten, je nach Rechnungsweise. Ich weiß auch, das ist in einigen Ländern sehr großzügig gerechnet worden. Aber bei dieser Zahl, dann haben wir eine Sterblichkeit von 0,15 bis 0,2%. Und das ist keine Katastrophe und das ist die Aufforderung an uns alle, diesen Wahnsinn, diesen Corona-Wahnsinn, diese Panikmache sofort zu beenden. Und okay, wir sind eine Demokratie, das heißt, wir müssen den Interessensausgleich wahrnehmen und das heißt, eine Forderung nach Beendigung, die wir aufstellen, und eine Forderung, das Ganze im Zweifelsfall zu verschärfen, so wie es gerade bei uns zu Hause in Osnabrück ist, wo wir Maskenpflicht im öffentlichen Raum haben und eine totale Panik machen, nur weil dieser bescheuerte Inzidenzwert, der nichts aussagt, der keine medizinische Bewandtnis hat, gerade mal oben ist. Wenn es diese beiden Lager gibt, ja, und wenn durch die Maßnahmen ein Schaden entstanden ist, der weltweit auf 25.000 Milliarden Dollar geschätzt wird, dann ist das etwas Verheerendes, was ich locker mit den Schäden des 30-jährigen Krieges verbinden kann. Und auch deswegen haben wir hier die Chance, diese Lager, diese unterschiedlichen Extreme zusammenzubringen und wenigstens die Diskussion, die Debatte darüber in Gang zu setzen. Ich bin sicher, wenn das geschieht, wenn wir diese Debatte öffentlich führen, nicht nur hier in der Stubengasse in Münster, sondern tatsächlich öffentlich, wenn wir es schaffen, dass jemand wie der Bundesärztekammerpräsident nicht mehr am nächsten Tag zurückrudern muss, weil er gigantisch unter Druck gesetzt wird dafür, dass er etwas Selbstverständliches sagt, nämlich dass die Evidenz der Maske nicht gegeben ist. Wenn wir das schaffen, dass darüber unter Erwachsenen, unter vernünftigen Menschen diskutiert wird, dann wird sich auch bei den
Menschen, die jetzt noch Angst haben, und ich habe dafür Verständnis, ich habe selber Angst gehabt, aber dann wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass wir es hier mit einer ganz normalen Situation zu tun haben, wo wir Lebensrisiken begegnen, die den einen mehr betreffen als den anderen, wo wir auch Solidarität walten lassen müssen, aber wo wir keinen Überwachungsstaat brauchen, wo wir keine Zwangsverordnungen brauchen, sondern was wir mit gesundem Menschenverstand unter uns regeln, so wie man es in Schweden auch regelt. Tatsächlich, die Namen, die jetzt hier gerade gerufen wurden, das sind die Namen von Verantwortlichen. Ich kenne sie teilweise sogar persönlich. Das heißt, ich will da jetzt auch gar nicht wirklich werten. Ich will nur sagen, wir müssen uns freimachen, auch von dem Druck der Lobbyisten. Und es ist ein lobbyistischer Druck. Das können wir allein daran erkennen, dass von Anfang an nur eine einzige Lösungsmöglichkeit, nämlich der Impfstoff, propagiert worden war, obwohl auch das rein medizinisch-gesundheitlich totaler Wahnsinn ist, denn es gibt verschiedene Ebenen des Immunsystems und die muss man alle mal betrachten. Da kann man nicht von vornherein sagen, es gibt nur einen einzigen Ausweg. Das ist krank, das muss aufhören und wir hier in Münster und in Osnabrück haben es in der Hand, zum Gespräch einzuladen, zur Debatte einzuladen und dann können wir sehen, was passiert. Aber wenn diese Debatte weiter unterbunden wird, wenn in Grundrechte weiter grundlos eingegriffen wird, dann sehen wir einer weiteren düsteren Verheerung entgegen und dann ist der Westfälische Frieden dagegen ein Fliegenschiss. Ich danke euch. Ich möchte bitte noch kurz eben die Alexandra oder Nina oder wer ist es, kurz eben hervorbitten. Nina kommt, um euch zu sagen, was wir morgen noch und in den nächsten Tagen in Osnabrück vorhaben, wozu wir euch auch alle einladen.